Jomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt endlich einen neuen Patch für Cyberpunk 2077. Zwar nicht der erhoffte 1.3er, also eine komplett neue Version, sondern es geht um Patch 1.23, der dann noch zu 1.2 gehört sozusagen. Dieser Patch ist allerdings bereits für alle Plattformen verfügbar und wir werden uns jetzt mal die Patchnotes hier anschauen und schauen, was sich in diesen Patch alles für schöne und nette Dinge befinden. Patch 1.23 für Cyberpunk 2077 ist jetzt live für PC, Konsolen und Stadia, also für alle Plattformen, wie ja schon oben steht. Ich sag's aber trotzdem nochmal, weil es letztens beim Video immer mal wieder Fragen gab, ob es denn wirklich auch für die Konsole oder für Stadia mit dabei ist. Ja, für alle Plattformen. Hier ist die Liste der Änderungen. Quests und Open World. Space Oddity. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Ziel, öffne das Paket, manchmal den Ort änderte. Auftrag Familienangelegenheiten. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Juliets Auto bei Sichtkontakt verschwand, nachdem die Quest abgeschlossen war. Diesen Fehler habe ich immer mal wieder, zwar jetzt nicht unbedingt bei diesem Auftrag, sondern auch bei anderen, dass einfach die Autos wegploppen nach der Quest. Und das ist auf jeden Fall cool, wenn sie es hier geändert haben. Ich denke mal, sie haben es auch bei anderen Aufträgen und Quests geändert, denn wie wir gelernt haben in den vergangenen Patches und Updates, dass da nicht immer alles reingeschrieben wird, was wirklich geändert wurde. Das merkt man dann später beim Spielen. Ein Streaming-Problem in Juliets Haus wurde behoben. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkt, dass es unmöglich war, Juliets Haus zu betreten, wenn Spieler keine Attributanforderungen erfüllten. Ich nehme mal an, dass es da um einen zusätzlichen Weg geht, den man irgendwie begehen kann, denn wenn man nicht per Technik aufmachen kann, also per technisches Verständnis oder per Konstitution, also Punkte auf die Attribute Technik oder eben Konstitution, dass es dann irgendwie noch einen anderen Weg geben muss, damit man sich nicht ausschließt, wenn man eben nicht über die Attribute verfügt. Also ich denke, damit ist das gemeint. Der Coup. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Jackie durch Glas laufen konnte. Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass einige Wachen den Spieler angriffen. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkt, dass das Ziel Durchsuchen den Arasaka-Offizier aktiv blieb, obwohl es erfüllt war. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkt, dass der Mac nicht in der Lobby spawnte. So ein Drecksack aber auch. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einige Arasaka-Wachen durch die Tür klippen konnten. Unverschämt. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einige Wachen vor den Augen der Spieler spawnten. Viel unverschämter. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass die Leiche des Arasaka-Offiziers unzugänglich war, so dass Spieler den Splitter nicht erbeuten und deshalb in der Story nicht vorankommen konnten. Diesen Fehler hatte ich auf jeden Fall auch gehabt. Und zwar bei meinem Konzerner, das war auch, glaube ich, beim Let's Play, bin ich gerade sicher, vielleicht war es auch beim Street Kid, egal. Auf jeden Fall hatte ich das Problem auch, aber Neuladen hatte auf jeden Fall geholfen. Aber jetzt ist dieser Fehler, naja, so wie es da steht, eben gefixt worden. Die Nomadin der Nomade, unnötige Eingabeaufforderungen wurden entfernt. Eingabeaufforderungen wurden entfernt. Keine Ahnung, was das sein soll, aber naja. Wir haben es entfernt. Also die The Hunt. Das Nachrichtensegment in River Splitter spielt das Audio jetzt korrekt ab. The Beast in Me. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Fortschritt manchmal blockiert wurde, wenn Spieler Claire nach dem Rennen in Santo Domingo zu früh verließen. Oh Mann. Queen of the Highway. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Basilisk durch manche Bäume klippen konnte. Ja, warum hat er dich nicht einfach umgenietet? Down on the Street. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass es beim Gespräch mit Wakako keine questbezogene Dialogoption gab. Hier, direkt mal etwas Falsches vorgelesen. Also keine questbezogenen Dialogoptionen gab. Ja, das ist bitter. Forward the Death. Rauch und Staub flimmern nicht mehr beim Steuern des Basilisk. Auftrag Goodbye Night City. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Fortschritt nach der Rettung von Bruce blockiert wurde, wenn Spieler den Delamain riefen. Pass of Glory. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Spieler im AV stecken bleiben konnten, wenn sie vor dessen Ankunft am Landeplatz standen. Oh boy, kann ich mir richtig vorstellen. Da hängt man da in dem AV so. Auftrag keine Fixer. Ein Fehler wurde behoben, der es unmöglich machte, am Ende der Quest die Tür zu
Dakotas Werkstatt zu öffnen. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Iris sich teleportierte, anstatt normal zu laufen. Ja, die ist halt ihrer Zeit voraus. Auftrag wärmer heiß. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Auto des Fixers manchmal geradewegs über die Kreuzung fuhr, anstatt rechts abzubiegen. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass die Aufforderung, das Kühlmittel in Backbier zu benutzen, auch nach Entfernen des Links erschien. Ich habe jetzt ein bisschen gerätselt, wie ich es aussprechen soll, aber dann habe ich doch noch die Kurve bekommen. Was manchmal zur Zerstörung der Animation führte. Ein Fehler wurde behoben, der das Aufheben von Backbier unmöglich machte. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass NPCs unterirdisch spawnen konnten, was den Fortschritt blockierte. Auftrag, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass Benachrichtigungen von Regina bezüglich dieses Auftrags während der Q-Mission auftauchten. Okay. Ein Fehler wurde behoben, der es unmöglich machte, durch die Zerstörung des Vans eine Verbindung zum Computer herzustellen, obwohl die Quest bereits fehlgeschlagen war, wodurch Spieler stecken blieben. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass der Spielfortschritt beim Ziel begib dich zum Gebäude von Revere Courier Service stecken blieb. Cyberpsycho-Attacke Where the Bodies Hit the Floor. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Erhalten der Information das Ziel, sie Regina zu senden, nicht getriggert wurde. Cyberpsycho-Attacke auf taube Ohren stoßen. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Erhalten der Information das Ziel, sie Regina zu senden, nicht getriggert wurde. I fought the law. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass River vor Betreten des Red Queen's Race nicht am Treffpunkt war. Gameplay. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass nach Eliminierung eines NPCs und Stehlen seines Autos dessen Leiche im Auto stecken blieb. Okay. Adam Smasher nimmt nun während der Animation zwischen seinen Angriffsphasen keinen Schaden mehr. Okay, das ist cool. Das macht auf jeden Fall Adam Smasher ein wenig schwieriger. Ein Fehler wurde behoben, der beim Fallenlassen eines NPCs zu viel Zerstörung verursachte. Ja, man hat eine Leiche gedroppt und dann ging die Post ab. Nukleare Zerstörung in ganz Night City. Nein, aber klar, es gab dann einen riesen Tuvavu, also das wurde gefixt. Cut-Resist Cyberware soll nun korrekt funktionieren. Grafik. Johnnys Geistererscheinung wurde in diversen Quests korrigiert. Ja, die hatte in manchen Missionen auf jeden Fall ziemlich uncool ausgesehen und insofern cool, dass sie das gemacht haben. Diverse Clipping-Probleme in Zusammenhang mit NPC-Kleidung wurden behoben. Felsen in den Badlands wurden nun korrekt dargestellt. Die Übergabe. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass einer der Maelstromer in T-Pose dastand. Ja, das sah schon witzig aus. Stabilität und Performance, der wichtigste Punkt für alle Consoleros da draußen. Diverse Crash-Probleme in Animationen, Benutzeroberfläche, Szenerie, Physik und Gameplay-System wurden behoben. Speicheroptimierung und Verwaltung wurden in den diversen Systemen verbessert, was zu weniger Abstürzen führen sollte. Diverse Optimierungen für Konsolen-CPUs, ganz wichtig. Speicher- und I/O-Verbesserung, wodurch weniger NPCs, die im selben Gebiet spawnen, identisch aussehen und verbessertes Streaming. Das ist auch sehr cool. Mir war aufgefallen, dass immer mehr Doppelgänger und auch Drillinge unterwegs waren, was mich irgendwie schon ein bisschen irritierte. Und insofern ist das auch hier wieder cool, dass das nun angegangen wurde. Speziell auf PC. Ein Fehler wurde behoben, der es unmöglich machte, bei einer Auflösung von 1280x720 die Upgrade-Taste zu bedienen. Ja, aber wer spielt denn das noch in der Auflösung? Also wenn du das machst, schreib's mal in die Kommentare, wie und warum du das machst. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Spiel nach Umschalten zwischen Fenster und Vollbildmodus mit Alt-Enter nicht mehr reagierte. Steam speziell. Die Änderung der Spracheinstellung auf Standard setzt sie nun auf die des Steam-Clients zurück. Okay. Ein Pop-up, das um die Verifizierung der Integrität von Spieldateien bittet, wird nun angezeigt, wenn unvollständige oder beschädigte Spieldateien entdeckt werden. Kommen wir zu den speziellen Dingen für die Xbox. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass eine Abmeldung während einer endenden Szene dazu führen konnte, dass das Spiel zum Teil nicht mehr reagierte. Ein Fehler wurde behoben, der bewirkte, dass das Pausenmenü sich erneut von allein öffnete, wenn Xbox Guide und Pausenmenü schneller hintereinander geschlossen wurden.
Auf jeden Fall haben wir hier sehr viele Änderungen, die hier auf die Mission gehen. Aber wir haben hier diesen wichtigen Punkt Stabilität und Performance. Auch wenn das hier nur 4 Punkte sind, kann das hier natürlich einen riesigen Impact für alle Leute haben, die bisher noch Probleme mit der Performance haben und vielleicht nach diesem Patch jetzt deutlich entspannter oder sogar vielleicht ohne Performance-Probleme zocken können. Und insofern kann man diesen Bereich gar nicht hoch genug einschätzen, denn das ist auf jeden Fall wichtig. Alles andere ist auf jeden Fall cool zu haben. Für mich war jetzt nicht so viel dabei. Tatsächlich hatte ich von all diesen Teilen nur einmal einen Fehler, den ich wirklich auch kannte. Das war hier die Sache mit dem Offizier, dass man den Splitter nicht aufnehmen konnte. Alles andere habe ich jetzt so nicht gehabt. Aber wie gesagt, für die Leute, die solche Fehler haben, ist das natürlich auf jeden Fall Gold wert. Und grundsätzlich ist es natürlich immer cool, wenn Fehler gefixt werden. Und das eben für alle Plattformen. Ich denke, um jetzt nochmal hier auf die Stabilität und Performance zurückzukommen, dass diese Punkte auch wichtig waren für den Re-Release von Cyberpunk 2077, denn am 21. Juni 2021 soll es ja soweit sein, dann kommt Cyberpunk 2077 wieder zurück in den PlayStation Store und ich denke, dass wir hier in dem Update auch Dinge drin haben, die von Sony bereits bei ihrer Entscheidung, das Spiel wieder in den Shop zu packen, berücksichtigt wurden. Wie immer wird es wahrscheinlich einige Änderungen geben, die in den Patchnotes nicht enthalten sind. Hier wird sich in den nächsten Tagen sicherlich zeigen, was das noch für Änderungen sind, die man so entdeckt. Aber ich denke, es wird noch das eine oder andere hinzukommen. Und somit sind wir durch mit dem Patch 1.2.3. Wie heißt es so schön? Nach dem Patch ist vor dem Patch. Und jetzt freue ich mich natürlich auf den nächsten Patch, der dann wahrscheinlich im Juli kommen wird. Ich denke mal, wir können im Juli mit Patch 1.3 rechnen. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass wir im Juli auch etwas über DLCs erfahren werden und vielleicht sogar schon bekommen. Aber das ist nur ein Gefühl. Ich bin kein Hellseher und ich habe auch kein League. Und meine Tante arbeitet auch nicht bei CD Projekt Red. Also nehmt es so, wie es ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn du hier das erste Mal bist, schau dich mal auf den Kanal um. Ich habe jede Menge Cyberpunk 2077 Videos am Start und da dürfte bestimmt auch was für dich dabei sein. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.